Hey Leute, gute Nachrichten für alle Druiden und Schamanen, und zwar das Totem, Windfairy Totem und wilde Stöße von den Druiden ist ab morgen, also ab den wöchentlichen Wartungsarbeiten, raidweit, das heißt nicht mehr gruppenweit, und es hat keine Range mehr von 20 Meter, sondern 100 Meter, also wie ich finde, eine heftige Änderung und eine geile Änderung, das heißt, man muss nicht immer schauen, dass ein Feral bei euch in der Gruppe ist oder ein Schamane, wie auch immer. Von dem her, ich finde es gut. Wie gesagt, kommt morgen mit den wöchentlichen Wartungsarbeiten. Das waren jetzt die aktuellen Infos, die über Nacht reingekommen sind. Das war es auch schon mit dem Video. Wahrscheinlich das kürzeste Video, das ich je gemacht habe auf diesem Kanal. Aber es gibt aktuell auch nicht viel zu sagen. Wir warten alle auf BWL. BWL wird bald kommen. Außer es bald. Keine Ahnung, wann es kommt. Aber es wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, vielleicht 4 Wochen oder sowas, und dann werden wir BWL sehen. Und Blizzard hat ja angedeutet, sie bringen komplett neuen Inhalt. So wie ich es verstanden habe, kommt es mit dem nächsten Patch, also mit der nächsten Phase, das heißt mit BWL. Mal schauen, was uns da erwartet, um nichts zu verpassen. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Heute Abend lege ich wieder einen Stream ein, also schaltet ein. Ich denke mal gegen 7 oder sowas geht's los. Aber auf Twitch, vielleicht auf YouTube, muss ich mal schauen. Ich habe das noch nicht eingerichtet. Aber ich freue mich, wenn ihr alle einschaltet. Und ja, dass wir ein bisschen quatschen können. Also bis dann. Ciao.